Vers 8. Prakritim svam avastabhya visrijami puna puna bhutagramam imam kritsnam avasam prakritirvasat. Prakritim, die materielle Natur. Svam, von meinem persönlichen Selbst. Avastabhya, eingehend in. Visrijami, ich erschaffe puna puna, immer wieder. Bhutagramam, alle kosmischen Manifestationen. Imam, diese. Kritsnam, gesamte. Avasham, automatisch. Prakriti, der Kraft der Natur. Vashat, unter Verpflichtung. Die gesamte kosmische Ordnung untersteht mir. Durch meinen Willen wird sie immer wieder automatisch geschaffen und durch meinen Willen wird sie am Ende vernichtet. Erläuterung. Die materielle Welt ist die Manifestation der niederen Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes. Dies ist bereits mehrfach erklärt worden. Bei der Schöpfung wird die materielle Energie als Mahat-Tattva freigesetzt, in das der Herr als die erste Purusha-Inkarnation Mahavishnu eingeht. Er liegt im Ozean der Ursachen und atmet unzählige Universen aus. Und als Garbhodakashaya-Vishnu geht er in jedes dieser Universen ein. Auf diese Weise wird jedes Universum erschaffen. Dann manifestiert er sich als Kshirodakashaya-Vishnu und dieser Vishnu geht in alles ein, selbst in das winzige Atom. Diese Tatsache, dass er in alles eingeht, wird im vorliegenden Vers erklärt. Was nun die Lebewesen betrifft, so werden sie in den Schoß der materiellen Natur eingegeben und nehmen als Ergebnis ihrer vergangenen Taten verschiedene Stellungen ein. So beginnen die Tätigkeiten der Lebewesen in der materiellen Welt. Die verschiedenen Lebensformen existieren vom ersten Augenblick der Schöpfung an. Es ist nicht so, dass sich alles im Laufe der Zeit entwickelt. Die verschiedenen Lebensformen werden gleichzeitig mit dem Universum erschaffen. Menschen, Säugetiere, Raubtiere, Vögel, alles wird zur gleichen Zeit geschaffen. Denn alle Wünsche, die die Lebewesen bei der letzten Vernichtung hatten, werden erneut manifestiert. Durch das Wort Avasam wird hier klar darauf hingewiesen, dass die Lebewesen mit diesem Vorgang nichts zu tun haben. Der Seinszustand, in dem sie sich in ihrem letzten Leben in der vergangenen Schöpfung befanden, wird einfach erneut manifestiert. Und all dies geschieht einfach durch den Willen des Herrn. Dies ist die unbegreifliche Macht der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und nachdem der Herr die verschiedenen Spezies erschaffen hat, hat er keine Verbindung mit ihnen. Die Schöpfung findet statt, um den Neigungen der verschiedenen Lebewesen gerecht zu werden. Und so wird der Herr nicht in diesen Vorgang verwickelt.